Wie finanzieren sich Versicherungen? Und was ist eigentlich eine Gefahrengemeinschaft? Das und mehr erfährst du jetzt. Versicherungen sind aufgrund von unseren menschlichen Bedürfnissen entstanden. Wir wollen Sachen machen, wir wollen Sachen erreichen, aber das alles bringt auch ein gewisses Risiko mit sich. Eine Autoprüfung zu absolvieren kann ein Bedürfnis von einem jungen Menschen sein, es bringt aber gleichzeitig auch das Risiko von einem Autounfall mit sich. Die Aufgabe von Versicherungen ist es jetzt, dich vor gewissen Risiken zu schützen. Natürlich können sie das Eintreten von Schäden nicht verhindern. Tritt aber ein Schadenfall ein, übernimmt die Versicherung deine finanziellen Aufwände teilweise oder gänzlich. Einige Versicherungen sind obligatorisch, wie z.B. die Grundversicherung der Krankenkasse. Die meisten Versicherungen sind aber freiwillig. Das heisst, du musst selber entscheiden, inwiefern dich ein Risiko betrifft und ob du es möchtest versichern lassen. Jetzt, wie finanziert sich eigentlich eine Versicherung? Eine Versicherung rendiert erst, wenn sie bei genügend vielen Leuten Anklang findet. Eine Gruppe von Menschen, die sich gegen das gleiche Risiko versichern möchte, nennt man Gefahrengemeinschaft. Jedes Mitglied aus dieser Gemeinschaft zahlt eine Prämie, sprich einen gewissen Geldbetrag an die entsprechende Versicherung. Das Geld von allen Versicherten wird zusammengenommen. Und widerfährt einem ein Schaden, entschädigt die Versicherung ihn vom Prämienvolumen der gesamten Gemeinschaft. Das Prinzip nennt sich Solidaritätsprinzip. Die Höhe von einer Versicherungsprämie variiert je nach Ausmaß des Schadens. Ein Autounfall generiert größere finanzielle Schäden als ein kaputtes Handy und darum unterscheiden sich die beiden Prämien entsprechend. Bei den meisten Versicherungen haben aber auch noch andere Faktoren Einfluss auf deine Prämie. Statistisch gesehen bauen junge Lenker mehr Unfälle als erfahrene Autofahrer. Und darum ist für die jungen Leute eine Autoversicherungsprämie immer teurer. Ich hoffe, ihr habt das Grundprinzip der Versicherungen verstanden. Wenn noch etwas unklar ist und ihr noch Fragen habt, schreibt es uns in die Kommentare.